Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir melden uns live hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen mit einer offenen Talk Radio Sendung. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Also meine obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live zu unterhalten. So, der erste Anrufer ist Lene und Lene ist 36 Jahre. Hallo Lene. Hallo? Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch ganz schön. Ja. Ein bisschen überraschend ist es natürlich immer. Ja, klar. Ja. Aber um was geht's denn? Es geht darum, dass ich vor ungefähr einem Monat für mich so Swingerclubs entdeckt habe. Ach, so für dich alleine oder mit einem Partner? Für mich alleine. Du bist also Single im Moment? Nee, ich bin eigentlich seit 9 Jahren also seit 7 Jahren verheiratet, seit 9 Jahren in einer festen Beziehung. Ja, und dein Mann geht nicht mit? Nee, also Ach. Das ist eigentlich so gekommen, dass wir seit fast 4 Jahren überhaupt keinen Sex mehr miteinander haben. Warum nicht? Schwer zu sagen. Also mein Mann, also ich denke, das gibt's natürlich immer zwei Leute dazu irgendwie. Ja. Und aber der ist nicht unbedingt jemanden, die direkt sagt, was. Aber 4 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Sehr lange. Will er nicht oder wolltest du nicht mit ihm mehr? Also das ist eher so, dass der das nicht will so oder das ablehnt. Und er begründet dir das nicht richtig, was da los ist? Nee, nicht so richtig. Ich denke, wir haben früher ganz viel Probleme in unserer Beziehung gehabt. Ja. Und der hat eigentlich auch ziemlich viel Probleme mit sich selber. Ich denke, also mir kommt das so rüber, also wir haben ganz viel Zärtlichkeit miteinander. Und das so, schon. Aber und unsere Beziehung ist früher sehr stürmisch gewesen, halt mit viel Krisen und so. Und ach so, aber ihr hattet früher auch guten Sex? Ja, eigentlich schon. Mhm. Also 5 Jahre lang so. Ja, und habt jetzt 4 Jahre so nebeneinander hergelebt in Sachen Erotik? Ja. Nicht so viel passiert. Hat er eine andere? Nee. Oder hat er das Bedürfnis? Einfach, schlichtweg also, nicht. Also ich meine, man kann ja nicht alles wissen. Und wie gesagt, das ist ein relativ verschlossener Mensch irgendwie, wo man, ich versuche das immer aus ihm so herauszukitzeln, wie man sagt. Aber nichts zu machen. Nee, und ich denke halt, dass der ein bisschen vielleicht auch wirklich der Lust verloren hat. Mhm. So, jetzt ist das ja sehr spektakulär, dass du in einer Beziehung steckst, in einer Ehe steckst, seit 9 Jahren mit deinem Partner zusammen bist, sagst, ich gehe jetzt alleine ins Swingerclub. Ja, also das ist halt so gekommen, ich habe immer wieder versucht, mit ihm darüber zu reden und hat auch gesagt, oh, ich hoffe mal, dass es wieder mit uns klappt und so. Und, und ist er damit einverstanden, dass du das machst? Ja, also ich hab ihm irgendwann vor ein paar Monaten gesagt, so, also eigentlich hat sich die letzten 2 Jahre sehr viel Positives in unserer Beziehung getan irgendwie. Und ich habe ihm aber gesagt, wenn ich das nicht mehr aushalte, also hier sexlos und immer darauf zu hoffen, dass es vielleicht was passiert und so, dann muss ich halt was für mich unternehmen. So. Und das hast du gemacht? Ja. Und was hat er darauf dann gesagt? Also der hat gesagt, naja, wenn du da nicht warten kann oder so. Dann geh mal. Ja. Also er hat tolerant reagiert. Ja, sehr war. Was ja schon ungewöhnlich ist, ne? Eigentlich schon sehr ungewöhnlich. So, erzähl mir, wie es war im Swingerclub. Seit einem Monat, sagst du, gehst du da hin? Ja, also das hat damit angefangen. Ich habe vor 2 Monaten eine Anzeige gemacht, dass ich einen Liebhaber suche, so, weil ich dachte, das wäre erst so ein Weg. Ach so. Zu gehen. Hör mal, ich muss dich so schnell fragen, du hast so einen netten Akzent. Woher kommst du? Aus Dänemark. Ich habe es mir doch gedacht. Ich hatte irgendwas Skandinavisches, Dänemark oder so. Das klingt für uns Deutsche so nett, wenn ihr euren Akzent sprecht. Ja, so ein bisschen niedlich. Sehr süß, ja, wirklich, ganz putzig. Du hast eine Annonce aufgegeben, suchst einen Liebhaber. Ja, genau. Und das ist eigentlich auch, dachte ich, suche jemanden, der gebunden ist, damit das von vornherein klar ist, dass ich jetzt keine Beziehung haben will, einfach nur erotisch auszuleben. Das ist nichts geworden. Doch, also teilweise. Ja. Ich habe da mir Briefe erhalten. Der erste, mit wem ich es mir getroffen habe, das war super toll. Mhm.
Aber der hat dann ein bisschen Bange gekriegt, weil der Mann, naja, wenn seine Freundin das herausfinden würde, so, würde sie die Beziehung beenden und so. Danach habe ich mir dann mit welchen getroffen, wo das hat gar nicht gestimmt und ich fand auch, dass die super merkwürdig war. Und du hast gedacht, okay, dann gehe ich in den Swingerclub, das ist alles einfach, gehe ich rein und bin da und kann mir aussuchen, was ich will. Wie gefällt es dir da? Total gut eigentlich. Also es ist natürlich ein merkwürdiges Welt irgendwie, so ein bisschen anders. Aber hast du in dem Swingerclub Sex mit einem Mann oder auch mit mehreren auf einmal? Das, was sehr interessant ist, ist halt, man hat vielleicht seine Fantasien früher gehabt, wo ich eigentlich nie so gedacht hat, ich muss das unbedingt. Also ich habe irgendwie vielleicht Fantasien und irgendwas so als Anregung gehabt und hat nicht unbedingt gedacht, ich bin jetzt Exhibitionist oder ich stehe auf Sex mit mehr Männern auf einmal und so. Aber ich habe das jetzt von mir entdeckt, also dass da alle möglichen Arten gibt. Und also, ich frage mal nach. Hast du schon Sex mit mehreren Männern gehabt? Ja. Wie oft warst du überhaupt schon da im Swingerclub? Fünfmal. Hast du schon Sex mit einer Frau gehabt? Nee. Das interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Bemerkst du, dass du auch eine exhibitionistische Ader hast und dich gerne zeigst vor anderen Leuten im Singerclub? Ja, das habe ich gemerkt. Also ich habe, auf der einen Seite kommt das dort alles so natürlich rüber. Ja. Irgendwie, man hat halb Sex und da gucken Leute zu und das stört einen gar nicht. Aber ich merke auch, dass es mir gefällt irgendwie. Ja. So, nun frage ich mich, wenn du dann, wie lange bist du immer dann im Club? Ein paar Stunden? Schon, also ein paar Mal war es schon lange. So, und dein Mann sitzt dann zu Hause mit einer Flasche Bier und guckt Fernsehen? Also wir wohnen im Moment, also seit 2 Jahren wohnen wir nicht zusammen. Ach so. Und deswegen kriegt er das nicht so direkt mit. Ah, verstehe. Ich habe ihm immer wieder davon erzählt. So. Meinst du, dass das für eure Beziehung förderlich ist, dass du quasi dein Ventil jetzt da findest? Oder hast du doch die Sorge, dass es jetzt endgültig kaputt geht? Ich erlebe das als sehr positiv, weil erstens merke ich es für mich, ich bin damit total glücklich und es ist ein schöner Abenteuer. Aber ich merke auch, dass mein Mann eher erleichtert ist. Ah, so. Das heißt also, du erlebst es positiv und er, Moment, ich lese gerade hier auf meinem Mund her, entschuldigt bitte das Klopfen im Fernsehen, klopft es im Fernsehen? Also, das weiß ich nicht, ich habe ja den Ton abgestellt. Wie lustig, also bitte entschuldigt das Klopfen im Fernsehen. Also, für dich ist es ein Vorteil und für ihn auch. Ja. Er ist nicht eifersüchtig, er sagt nicht, mein Gott, ich halte es nicht aus, wenn ich erahne, dass du da bist, das ist alles okay für ihn. Also ich habe ja gefürchtet, dass der vielleicht so mit die Nähe und die Intimität, dass der ein bisschen auf Abstand gehen würde oder so. Ja. Aber ich denke, das ist eher ein Gegenteil. Also ich merke wirklich, dass der mir liebt und wenn der bei mir ist und wir gemeinsam übernachtet, dann ist er genauso zärtlich wie vorher. Hast du denn noch auch die Hoffnung, dass es nochmal mit euch beiden, also mit dir und deinem Mann auch nochmal sexuell vorangeht? Hast du die Hoffnung? Schon, aber ich habe sehr lange an diese Hoffnung geklebt. Und jetzt ist es so, ich hoffe schon, dass es, also das wäre schon ein Wunsch von mir, aber wenn der mir jetzt sagen würde, hey du, lass uns mal wieder Sex haben, aber lass das mit die anderen Jungs, dann würde ich sagen, sag das in ein halbes Jahr so. Weil im Moment ist es einfach super toll. Also. Du bist 36, habe ich gerade gesagt, und wie alt ist dein Mann? 43, also kein großer Unterschied zu sehr. Mhm. Ja, ich meine, wenn das für euch erstmal ein Weg ist, für eine Weile mal so über die Runden zu kommen, nimm ihn doch mal mit in den Swingerclub. Das habe ich mir ja auch überlegt. Ja. Also das habe ich auch vor, dass, also noch nicht irgendwie, aber ich denke schon, also ich hoffe auch vor ihm, dass der mal wieder sein Sexleben... Ja, also, ja, hast du es ihm denn vorgeschlagen? Hast du gesagt, komm mal mit? Ja, schon, aber das sagt er, bist du bescheuert oder so, aber... Naja, vielleicht macht er das ja noch. Vielleicht ist das ja sogar die goldene Brücke wieder zu euch hin, dass ihr vielleicht über den Swingerclub vielleicht auch wieder zueinander findet. Weil, wer weiß. Weil bei mir ist es auch so, natürlich gibt es auch Eifersucht und so, aber ich denke gleichzeitig, wenn... Ich mag jetzt Sex mit anderen, wenn er das selber machen würde, ich würde mich eigentlich für ihn freuen. Ja, so. Das fände ich dann auch schön. Da darfst du auch nicht eifersüchtig sein. Wie bitte? Da darfst du dann auch nicht eifersüchtig sein. Möchte ich auch nicht. Ja. Und ich denke halt, also ich merke halt für mich, es kommt mir vor wie also ein Vulkan jetzt in mir rausgebrochen ist. Ja, ist auch klar, wenn man so viele Jahre das unterdrückt, dann ist das doch ein Jungbrunnen, ne? Sowas, das endlich mal zu haben. Lene, das fand ich sehr interessant, was du erzählt hast. Ich hoffe, dass eure Beziehung... dass das wirklich der Beziehung nicht schadet oder vielleicht sogar dadurch gerettet werden kann. Und Gruß herzlich deinen Mann von mir. Ja, das mag ich. Ich habe auch wirklich hauptsächlich angerufen, weil ich einfach was
Positives erzählen ja, wollen. Ja, das ist auch wirklich sehr nett. Und auch wieder ein Anschluss, finde ich, dass man eben auch ungewöhnliche Wege gehen muss. Genau. Oder gehen kann, unter Umständen. Und das Wichtigste, finde ich, ist die Aufrichtigkeit und unbedingt. Ehrlichkeit. Unbedingt. So sehe ich es auch. Dass ich das jetzt nicht hinter seinen Rücken mag, sondern ja. sagt, gut, ich stehe dazu und ist vielleicht problematisch, aber das ist ja auch wirklich, ja. ich habe so einen großen Respekt vor ihm, dass der das akzeptiert so. Und ja. versuche auch einen respektvollen Umgang mit ihm zu haben. Das ist gut gesagt und das finde ich auch eine gute Haltung. Liebe Lena, alles Liebe. Ja, danke. Und schöne Grüße. Tschüss. So ihr Lieben, ich hoffe, dass es im Fernsehen nicht mehr klopft, was immer das auch heißen mag. Wir machen mal einfach weiter. Und es geht weiter mit der Andrea. Und Andrea ist 45 Jahre alt. Hallo Andrea. Hallo Domian. Ja, hallo Andrea. Was ist denn dein Thema? Ja, es ist etwas verworren, mein Thema. Und zwar geht es darum, ich habe vor, sagen wir, 2,5 Jahren meinen Partner verloren. Mhm. Durch einen Verkehrsunfall. Durch einen Verkehrsunfall. Mhm. Was war das für ein Unfall? Hatte er Schuld? Oder wie ist der Unfall abgelaufen? Tja, Schuld, nicht Schuld. Das kann man dann hinterher immer so definieren. Es ist so gewesen, dass uns auf einer Landstraße ein Fahrzeug entgegenkam. Außerhalb Deutschlands ist nicht in Deutschland gewesen. Das ist noch das Problem gewesen dabei. Hast du gerade gesagt, uns? Du warst dabei. Ich bin dabei gewesen, du warst dabei. Richtig? Mhm. Also mein Mann, seine Mutti und sein Sohn. Seine Mutti und sein Sohn. Also das Auto ist voll gewesen sozusagen. Mhm. Dann ist uns ein Transitfahrzeug entgegengekommen. Am Anfang haben wir es oben um die Kurve rumfahren sehen noch und dann mit dem Fahrer noch gesehen. Mhm. Und etwas später auf einmal ist der Fahrer oben weg gewesen auf der Kanzel. Wir haben niemanden mehr gesehen. Entweder hat er dort sein Faxgerät bedient oder das Handy gesucht oder irgendwas. Mhm. Wenigstens haben wir versucht, uns bemerkbar zu machen, weil er kam mal auf unsere Fahrbahn entgegen. Mhm. Und bis wir dann am Ende gesagt haben, wir müssen von der Straße runter. Er kam uns immer näher. Mhm. Und wir sind dann nicht nach links ausgewichen, hier war ja von oben auch noch was kommen. Und wir sind dann nach rechts ausgewichen, weil rechts ist ein Wiesengrundstück gewesen, mit einem einzigen Baum drauf. Mhm. Und der eine einzige Baum kam eigentlich uns zum Verhängnis. Das heißt, durch das Ausweichmanöver seid ihr gegen den Baum gefahren? Genau, so war das. Und er ist dabei verstorben? Oder es sind alle verstorben. Es sind alle verstorben? Mhm. Drei Menschen also? Ja. Mhm. Warst du schwer verletzt? Ja. Sehr schwer. Ja. Was hattest du für Verletzungen? Oh Gott. So viele und so schwere? Ja. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Halbes Jahr. Hm. Ungefähr. Im Koma am Anfang auch? Ja, eine Woche plus. Ja. Hast du das dann, wann hast du erfahren, dass die anderen alle tot sind? Erst als ich dann in Deutschland wieder, als nach mehreren OPs eigentlich erst. Also es sind mehrere Wochen vergangen. Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ein gewisser Zeitraum. Also es ist eine ganze Weile vergangen, ja. Als ich das dann erst erfahren habe. Was waren deine schwersten Verletzungen? Ja, die schwerste Verletzung ist der Arm gewesen, den ich eigentlich eingebüßt habe. Das bedeutet, ich habe den Arm zwar wieder am Körper dran, aber ich kann den nicht mehr zur Funktion bringen. Mhm. Habe auch noch sehr, sehr starke Phantomschmerzen drin. Das Ganze ist vor 2,5 Jahren passiert, sagst du? Sogar, ja. Mhm. Wenn man auf einen Schlag so viele Menschen verliert und dann auch noch den Partner, den geliebten Partner. Wie hast du das aufgenommen, als man dir das erzählt hat im Krankenhaus? Wo du selbst noch sehr schwer verletzt dort lagst. Ja. Es war hart, es war wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wollte es erst nicht glauben. Hattest du dir vorher schon Wahnsinn. Hattest du dir vorher Gedanken gemacht, was ist wohl mit den anderen? Oder hattest du alles vergessen, was geschehen war? Ja, es war alles weg. Mhm. Ich habe erst gar nicht gewusst, warum ich jetzt erst dort bin, im Krankenhaus bin. Das habe ich erst gar nicht so richtig fassen wollen. Mhm.
den Menschen zu verlieren halt, den man auch über alles geliebt hat. Wie lange warst du mit ihm verbunden? 13 Jahre. 13 Jahre. Hattet ihr gemeinsam auch Kinder? Nein. Das Kind, was dabei war? Er hatte einen Sohn. Und da hatten wir eigentlich uns vorgenommen, den mit zu uns zu nehmen. Mhm. Das war genau das Wochenende. Wenn man so etwas erleiden muss und selbst aber noch so schwer verletzt im Krankenhaus liegt und das dann erfährt, hat Mann oder hattest du dann überhaupt noch Lebensmut und die Kraft zu sagen, ich will wieder gesund werden? Nein, auf keinen Fall. Ich hatte mir das ganz stark vorgenommen, wenn ich hier raus bin aus dem Krankenhaus, werde ich mir das Leben nehmen. Aber das hast du nicht getan? Nein, ich habe es nicht getan. Und zwar aus dem Grund, ich habe noch ein Kind zu Hause gehabt. Der wollte vor früh nicht mitfahren, weil er eigentlich, ich sag's, wie es ist, sturmfreie Bude haben wollte. Das war aber geplant für das Fahrzeug. Ja, das war auch ein Kind von deinem Partner? Nein. Das war von dir ein Kind aus einer früheren Beziehung? Ja, so ist es. Ach so, das heißt du... Ich bin früher schon mal verheiratet gewesen und bin geschieden. Das heißt, letztendlich hat das Kind, dein Kind, dir die Hauptkraft gegeben, zu sagen, ich mache weiter? Ja. Jetzt sind 2,5 Jahre vergangen, wie gesagt. Ich denke mir, wenn man so etwas Schlimmes erlebt hat, sind 2,5 Jahre nicht viel. Richtig. Überhaupt nicht viel. Dennoch, wie ist der Stand deiner Gefühle im Moment? Wie ist die Entwicklung deiner Gefühle? Es ist immer noch so, dass das Leben immer noch der Hälfte wert ist, weil der Partner wirklich nicht da ist. Es ist so und es bleibt doch so. Wie oft denkst du am Tag an ihn? Oft, sehr oft. Weil ich bin unbedingt der Meinung, es reicht nicht bloß zu überleben. Weil da hängt noch so sehr viel dran. Da hängen auch Erinnerungen dran. Da hängt auch das Herz dran. Also da ist noch so wahnsinnig viel. Der Partner ist nicht da. Lässt du dich oft in die Erinnerungen fallen? Indem du beispielsweise vielleicht Bilder anguckst von früher oder Briefe von ihm? Ich habe die erste Zeit sehr viel Angst gehabt davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich schon ganz einfach die Kraft nicht mehr dazu hatte. Ich hätte dort losgeweint und hätte fast... Das heißt, du hast das gemieden, sowas? Ja. Bilder angucken? Ja. Habt ihr, ich meine 13 Jahre ist ja nun auch eine sehr lange Zeit. Ja. Habt ihr mal über den Tod gesprochen, dass das mal jedem ja passieren kann? Ja, das haben wir. Habt ihr? Ja. Und was war so? Er hat sein Vati 2 Jahre vorher verloren. Durch einen Herzinfarkt, durch einen sehr seltsamen Herzinfarkt. Das ist im Krankenhaus gewesen. Da hat er einen Herzinfarkt gehabt im Krankenhaus und da sollte er schon entlassen werden. Da sollte schon von den Apparaten abgeschnallt werden und da sollte schon entlassen werden und zwar gleich vom Krankenhaus zur Kur. Und da ist er unterwegs schon verstorben. Was für eine Meinung hatte denn dein Partner zum Tod? Er ist der Meinung gewesen, er müsste vor mir sterben. Ja. Hat er Angst davor? Nein. Wie trauerst du jetzt immer noch? Gehst du oft zum Grab? Ja. Ja. Jede zweite Woche. Hast du nach diesem schlimmen Schicksalsschlag auch professionelle Hilfe gesucht? Die hatte ich gesucht oder habe ich gesucht oder man hat sie mir, ja, vorsichtigerweise, ich habe sie wirklich nicht gesucht, sondern man hat sie mir vorsichtigerweise aufgedrängelt. Und hast du sie in Anspruch genommen? Weil wahrscheinlich... nötig war. Und du hast es dann auch gemacht? Ich habe es gemacht, ja. Hat es dir was gebracht? Aber ich habe es sehr spät gemacht, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Wie lange? Ja, hat es mir was gebracht? Das ist eine gute Frage. Jein. Wenn man das so mit beantworten kann. Ja. Ich finde ja immer ganz gut, ich kann ja verstehen, dass viele Leute nicht zu Therapeuten oder zu Ärzten einen Draht finden, dass das nicht geht. Aber ich glaube, dass das ein sehr gutes Mittel ist, in so schweren Zeiten zu Rande zu kommen, wenn man zu Menschen geht, denen Ähnliches widerfahren ist. Also wenn man in Selbsthilfegruppen geht. Hast du darüber mal nachgedacht? Ich habe darüber schon mal nachgedacht, ja, das ist richtig. Und ich denke, das wäre erstmal ein neuer Weg für mich. Ich denke, dieses aufzutun, das wäre sicherlich was. Andrea, da möchte ich dir gerne behilflich sein. Ja.
Also wir haben hier Verzeichnisse von allen möglichen Selbsthilfegruppierungen in ganz Deutschland. Und wir werden jetzt mal, das heißt meine Psychologin, gleich mal nachgucken und dir helfen, irgendwie einen Kontakt zu finden für dich in deiner Umgebung. Ich fände das auch so gut, weil ich sehr höre, auch in der Art und Weise, wie du das erzählst, was ja auch sehr verständlich ist, dass du immer noch sehr traurig bist und sehr verletzt und sehr angeschlagen und seelisch sehr niedergedrückt bist. Sodass das sicher vielleicht ein neuer Anfang wäre, zumindest ein Versuch wert wäre. Dann machen wir es mal so, Andrea, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an und dann gucken wir mal, ob wir was finden für dich. Ja, geht in Ordnung. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Das wünsche ich dir auch, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Gute Einschaltquoten. Ja, danke schön. Autogramm hätte ich gerne noch. Dann sag bitte der Psychologin gleich deine Adresse und dann kriegst du es. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt ist aber alles ein bisschen durcheinander heute. Jetzt ist auch auf unserem Fernsehbildschirm die Telefonnummer verschwunden. Aber pfiffig wie ich bin, habe ich ja immer mein Pappschild hier stehen für den Notfall. Und dann stelle ich das jetzt auch mal wieder auf, so wie in guten alten Zeiten. Ich hoffe, es klopft auch nicht mehr. Irgendwie ist der Wurm heute drin. Der Computer schaltet uns die eingeblendete Telefonnummer raus. Der Computer klopft. Und naja, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Schild wieder hier, nur 0800 220 5050. Wenn ihr im Einzugsbereich, im Sendebereich von 1 Live wohnt, dann könnt ihr uns ja im Radio hören und im Fernsehen gucken, wenn ihr das Fernsehen eingeschaltet haben wollt. So könnte man dem Klopfen aus dem Weg gehen, falls es immer noch klopft. So, ich will euch ein bisschen erzählen, was diesen Samstag bei uns los ist. Diesen Samstag ist wieder Promi-Besuch bei mir. Und zwar ist es ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher Mann, ein ganz erfolgreicher Kollege hier vom Westdeutschen Rundfunk, vom Westdeutschen Fernsehen. Und zwar der hart, aber fair Moderator Frank Plasberg, der mit seiner Polit-Talkshow Hart, aber fair wirklich alle Einschaltquotengrenzen sprengt seit einiger Zeit. Ausgezeichnet worden ist mit dem Grimme-Preis, mit dem Deutschen Fernsehpreis. Und diese Polit-Talkshow zählt nach meinem Geschmack zu den besten, die wir in Deutschland haben. Ja, und er ist mein Gast und wir können uns gemeinsam mit ihm in einer Dreiviertelstunde unterhalten. Und wenn ihr mit Frank Plasberg sprechen wollt über seine Polit-Talkshow, über die Politik, vielleicht auch über die aktuellen politischen Geschehnisse in Düsseldorf oder in Berlin zurzeit oder auch über private Themen, dann meldet euch doch jetzt schon mal an unter domian@wdr.de. Mein Gast Samstag im WDR-Fernsehen, 23.30 Uhr, Frank Plasberg. Jochen ist hier. Jochen ist 50 Jahre alt. Hallo Jochen. Ja, hallo Domi. Ja, hallo Jochen. Um was geht's? Ich möchte mit dir über die Unzufriedenheit der Wähler sprechen. Aha. Und sind die Wähler unzufrieden? Und zwar bin ich selber ein unzufriedener Wähler. Immerhin ist die Wahlbeteiligung ja in Nordrhein-Westfalen wieder gestiegen zum letzten Mal. Die ist gestiegen, genau. Ja, warum bist du unzufrieden? Ja, erste Frage, hast du gewählt? Ich habe gewählt. Ja. Weil wer nicht gewählt hat, darf auch nichts sagen. So sehe ich es auch. Dennoch bist du unzufrieden? Ich bin unzufrieden. Warum? Ja. Ich habe wirklich so gewählt, dass ich meine Unzufriedenheit gezeigt habe. Darf ich fragen, was du gewählt hast? Ja. Dann frage ich das mal. Was hast du gewählt? Frei. Frei? Frei. Was heißt das frei? Eine freie Wählerinitiative oder? Eine freie Wählerinitiative. Ja, ja. Somit ist die Stimme dann leider untergegangen wahrscheinlich, ne? Weil wir die... Leider. Wie viel Prozent oder 0, so und so viel Prozent hat deine Wählerinitiative bekommen? Kann ich gar nicht genau sagen. Also ganz wenig. Kann ich gar nicht genau sagen. Stimme ist aber futsch. Die Sache ist ganz einfach die. Meine Meinung ist, wer immer den kleinen Mann abschöpft, darf sich nicht wundern, wenn der kleine Mann gegen ihn wählt. Mhm. Ne? Also du fühlst dich ausgenommen? Nicht ich fühle mich ausgenommen. Sondern? Ja, schon, weil ich selber
bin einer der kleinen Leute. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Spielhallenaufsicht und gleichzeitig Berufsunfähigkeitsrentner. Was bist du, Spieleraufsicht? Mhm. Was ist das? Ich sitze in einer Spielhalle. Ach so. Und passe auf, dass da alles... Und achte darauf, dass die Leute keinen Unfug anstellen. Verstehe. Das ist so ein Nebenjob und an sich kriegst du eine Rente. Ich bekomme 750 Euro Berufsunfähigkeitsrente. Ja. Und dürfte theoretisch 1800 Euro brutto hinzuverdienen. Mhm. Ja? Mhm. Verstehe. Aber auf die Höhe komme ich gar nicht. Mhm. Ich liege bei etwa 950 Euro bis 1000 Euro, die ich brutto habe. Ja. Ja? Hast du denn früher eine, oder beim letzten Mal, bleiben wir mal so nah dran, eine der großen etablierten Parteien gewählt? Auch nicht. Auch nicht. Mhm. Auch nicht. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, Wählerinitiativen ist sicher eine gute Sache, gehört auch zur Demokratie. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mir das Thema überlegen, weil ich mir denken würde, die Stimme ist weg. Hast du das vorher so bedacht und bewusst auch so gemacht? Ich wähle immer bewusst. Mhm. Ich wähle immer bewusst. Und es gibt eine soziale Richtung, die ich bei der nächsten Bundestagswahl wählen würde. Mhm. Und das ist, wenn es möglich wäre, eine Verbindung aus Oskar Lafontaine und PDS. Da tut sich ja einiges im Moment. Weil die vier großen Parteien, mhm, Schwarz, Rot, Gelb, ja, Grün, die haben alle ihre Chance gehabt, ne? Jetzt muss ich mal gar... Und haben nichts gebracht. Ja. Ne? Und deswegen würde ich durchaus Oskar Lafontaine und PDS wählen. Ja. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ist, ne? Das wird vielleicht sogar möglich sein, so wie die Dinge sich tun. Lafontaine hat ja heute den Parteiaustritt erklärt. Ja. Schreckt dich das nicht ab, dass da gerade zwei Protagonisten sind, nämlich Gysi und Lafontaine, die das Büttel hingeschmissen haben, als sie die Macht hatten, weil ihnen das zu anstrengend war, zu lästig war und sich aus der Verantwortung gestohlen haben? Nein, weil Oskar Lafontaine war derjenige, der damals bei der Wiedervereinigung, mhm, die Wahrheit gesagt hat. Mhm. Okay. Kohl hat gesagt, es wird keinem schlechter gehen. Okay. Ne? Und. Ja, okay, das ist aber jetzt sehr lange. Und Oskar Lafontaine hat gleich gesagt, hast du recht. Hallo Leute, es wird nicht ohne Einschränkungen, okay, und ohne Abzüge gehen. Okay, ne? Das wissen wir. Aber Oskar Lafontaine hat auch alles hingeschmissen, als er zu viel Ärger mit Schröder hatte. Und hat das Vertrauen, was ihm die Partei und auch die Leute, die Menschen geschenkt haben, wirklich in den Wind geschossen. Mich ärgert sowas. Er musste hinschmeißen. Nee, er musste nicht, weil, hinschmeißen. Die er hatte Partei, ja seine Meinung. Die Partei hat ihn ja dazu gezwungen. Nee, da, ja, hat ihn keiner dazu gezwungen. Er hätte ja die Auseinandersetzung in der Partei suchen können. Stattdessen hat er, nach meinem Geschmack, beleidigt einfach die Sachen hingeschmissen und ist weggegangen. Er war ja weit oben. Er war ja immer Finanzminister. Er hätte ja in dieser mächtigen Position dazu beitragen können, und er war Parteivorsitzender, in der mächtigen Position dazu beitragen können, dass seine Politik, die er für richtig hält, durchgesetzt wird. Stattdessen ist er beleidigt gegangen. Okay, also sind wir wahrscheinlich völlig anderer Meinung. Da ist auch sehr viel darüber diskutiert worden. Ich respektiere schon, wenn du, ich muss es ja auch respektieren. Das macht so oder so rumrum. Ja, also wenn du sagst, also das wäre eine Alternative für dich, dann nehme ich das so zur Kenntnis, natürlich, ja. Das ist deine Meinung, ja, aber wirklich meine Meinung ist, Oskar Lafontaine konnte nicht gegen die SPD arbeiten, ja, ne? Ja. Weil die SPD war stärker als Oskar Lafontaine. Ja. Ne? Wobei ich allerdings auch glaube, dass deine Stimme, so wie du es gerade formuliert hast, dass du da schon für eine gewisse, wenn nicht sogar recht hohe Prozentzahl von Menschen sprichst. Das wird wahrscheinlich wirklich so sein. Ja, ja, ich habe heute einen Parteienforscher im Fernsehen gesehen, der sagte, dass dieses Linksbündnis durchaus 6, 7, 8% holen könnte. Was wiederum dann für die SPD natürlich sehr schwierig ist, weil die saugen die Stimmen aus der SPD wieder raus. Wenn man in den Videotext von Kabel 1 schaut, mhm, ne? Wollen wir gar nicht reingucken.
Da darf man eigentlich gar nicht reingucken, weil da wird die PDS mit 48% und mehr. Na, das ist ja albern. Doch, ist wirklich ja, so. Ja, das ist ja nur albern. Das ist wahrscheinlich ein Druckfehler, da steht 4,8%. Nein. Jochen, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Nee, wirklich, schaut mal vor Spaß in den Videotext von Kabel 1 rein. Ja, mag ja sein. Da wird wirklich die PDS mit 48% angewählt. Okay, aber das ist nicht repräsentativ und das ist natürlich irgendeine Zahl, die irgendwie zustande gekommen ist. Ich danke für deinen Anruf und ich finde, dass gut ist, dass du das so formuliert hast. Wie gesagt, wer nicht wählt, muss seine Klappe halten. So, das ist ein gutes Wort. Meine Meinung. Finde ich auch. Und das ist ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Ja, ne? Bis dann. Tschüss. Lieber Jochen, tschüss. Ah, der Jochen wollte gerne noch ein bisschen weiterreden. Aber nur langs. Mit wem machen wir jetzt hier weiter? Frage in meine Regie mit Jasmin. Und Jasmin ist 27 Jahre alt. Hallo Jasmin. Hallo. Hallo Jasmin, du machst bitte den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja. Siehst du mich denn im Fernsehen? Ja. Klopft es da noch? Nein, weil mein Fernseher gerade leise ist. Aber hat es vorher geklopft? Nein, hat es nicht. Am Anfang schon, ja, aber jetzt nicht mehr. Aha. Ich höre gerade, teilweise klopft es noch. Wir bitten das zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was los ist. Um diese Zeit in der Nacht sind halt nicht so viele Kollegen mehr da, die technischen Probleme lösen können. Aber es sind noch Kollegen da und wir arbeiten dran. Das ist schön. So, Jasmin, du bist da. Das ist auch schön. Ja. 27 Jahre, habe ich gesagt? Ja. Ja. Und um was geht's? Gerade eben geworden. Nein, gerade eben? Ja, gut, ich hatte bis vor anderthalb Stunden noch Geburtstag. Na gut, dann darf ich aber noch ganz herzlich nachträglich gratulieren. Dankeschön. Für das schöne Lebensalter 27. Ja. Ist ja noch gut, ne? Ja, doch. Oder fühlst du dich schon alt? Ich fühle mich schon eigentlich ziemlich alt, würde ich sagen, doch. Und du hast Angst vor der 30, ne? Ja, doch. Hört sich für manche vielleicht blöd an, aber doch, stimmt schon irgendwie. Ich habe das gar nicht, als ich 30 geworden bin, habe ich gar nicht mitbekommen. Irgendwie dachte ich, als ich dann 32 wurde, dachte ich, du bist ja nun auch schon 32. Ja gut, aber ich weiß nicht, ich glaube, es kommt darauf an, was man so für Freunde hat und was in der Umgebung passiert irgendwie. Ja. Das ist eigentlich genauso mein Thema, muss ich sagen. Ah, ja. Im Großen und Ganzen gesagt, meine beste Freundin hat letztes Jahr geheiratet. Mhm. Und die ist so alt wie ich und die ist jetzt schwanger geworden und ist im fünften Monat. Und da mache ich mir für mich als seit 8 Jahren Single dann doch schon so meine Gedanken irgendwie drüber, was so an mir irgendwie falsch ist, weil ich irgendwie nicht den passenden Partner finde. Ja. Irgendwie. Also 8 Jahre Single? 8 Jahre Single, ist schon lange. Ja. Also in den 8 Jahren ist gar nichts gelaufen. Das würde ich nicht sagen. Ein bisschen Sex schon und ja, doch schon, aber... Schon. Aber keine Beziehung, richtig? Keine Beziehung. Ich meine, ich muss sagen, ich habe mit 14 meinen ersten festen Freund gehabt, mit dem ich ganze 5 Jahre zusammen war. Ja. Und ich hatte dann anschließend mit 19 meine erste eigene Wohnung. Mhm. Und er hat dann auch teilweise mit hier gelebt. Ja. Und dann ist die Beziehung aber dann auseinandergekommen. Gott sei Dank, sage ich heute. Ja. Und seit... dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine wirkliche Beziehung, sondern ich habe halt nur Leute kennengelernt, von denen ich was wollte und wo ich mir gehofft habe, da könnte was draus werden. Aber wie ist das erklärbar? Ich sag dir ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also warst du denn mal verliebt in der Zeit? Ja, ja, doch das. Und warum ist da nichts? Warum ist da nichts weiter draus geworden? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich habe Leute kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, ja, das wird was. Und ich hatte ein wirklich gutes Gefühl dabei und dann haben diejenigen aber gesagt, nee, du. Und es war von der Zeit vielleicht auch ein bisschen früh, aber in den letzten 8 Jahren, seit ich meine eigene Wohnung habe, hat es irgendwie... Wie lang waren denn die längsten Verbindungen? Eine Woche, ein paar Tage oder gar nicht mal? 2 Wochen. 2 Wochen. Also 2 Wochen war eigentlich so mein... Also ich plädiere immer für sehr viel Ruhe und sehr viel Gleichmut, weil die Liebe fällt nicht vom Himmel und das kann man nicht erzwingen und so weiter. Das ist mir klar. Aber 8 Jahre würde mich dann auch schon ein bisschen... nachdenklich stimmen. Und da würde ich auch drüber nachdenken, liegt es vielleicht auch ein bisschen an mir? Das glaube ich auch. Also ich muss sagen, ich bin mit Sicherheit nicht ganz unschuldig dabei. Was ist denn deine Schuld, deiner Auffassung nach? Woran kann es liegen? So, sag mal so ein paar Stichworte. Ja, also ich glaube, ich suche zu sehr irgendwie. Mhm. Also ich bin zu sehr so... Du suchst zu sehr und klammerst dann zu schnell?
Kann das sein? Mit Sicherheit. Mhm. Also ich war bis vor kurzem noch in Therapie und ich habe auch zeitweise Antidepressiva genommen, weil es mir so ganz, ganz schlecht ging. Ja. Die habe ich mittlerweile Gott sei Dank abgesetzt und mir geht es eigentlich im Grunde genommen sehr gut mittlerweile. Ja. Aber die ganze Situation in meiner privaten Umgebung macht mir irgendwie doch schon sehr zu schaffen. Weil das heißt, die private Umgebung setzt sich irgendwie quasi unter Druck. Nach dem Motto, die sind schwanger, die sind verheiratet, die kriegen Kinder und so weiter. Ja, ja. Ja, da musst du natürlich gegen angehen, weil das ist Unsinn. Ich versuche es ja auch. Also mir geht's gut im Moment, mir geht's wirklich gut. Mhm. Und ich versuche schon allen so abzugrenzen und sagen, hallo Leute, ja, ich bin nicht wie ihr seid. Ja. Klar hätte ich es auch gerne, aber mei, dann halt nicht. Ja, also ich finde, da kannst du wirklich mit großer Gelassenheit, finde ich, rangehen. Du kannst auch noch mit 37 schwanger werden, das ist auch noch okay. Natürlich, ja, aber... Also wenn es jetzt erstmal nur darum geht, ich empfinde Druck von meiner Umgebung, ich finde, da kannst du richtig massiv mental gegenhalten. Was natürlich schwieriger ist, ist einen Partner zu finden. Das ist nicht so einfach, da hilft nicht nur eine Gedankenhaltung. Aber wenn du auch von dir aus schon sagst, ein Grund zum Beispiel ist, dass ich zu sehr suche und dann zu sehr festhalte, wäre das ja schon mal ein Punkt, den du verändern könntest. Und wie? Indem du dich mehr beobachtest in deinen Verhaltensweisen und dir direkt selbst auf die Finger klopfst, wenn du merkst, mach das wieder. Ja, mein Problem ist einfach, ich kann gar nicht mehr locker irgendwo rausgehen und ganz spontan irgendwas wilden kennenlernen. Nein, ich gehe raus und wenn ich jemanden sehe, ui, das könnte jemand sein. Das ist mein zukünftiger Mann. Ja, aber das ist doch schon mal gut, dass du das genauso durchschaut hast. Das ist doch schon der erste Schritt wirklich zur Besserung. Wenn man das quasi unterbewusst macht, endet das immer im Desaster. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, kann man sich ja selbst über sich lustig machen und sich selbst sagen, ja komm, vergiss es, das wird nicht der Partner fürs Leben sein. Wir gucken jetzt erstmal. Wenn es für ein paar Wochen ist, ist es schön, vielleicht für ein paar Monate. Mal sehen. Dass du einfach mit deinen Argumenten, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken dagegen hältst. Nur so geht es. Das ist mühsam, aber nur so kann man immer eingefleischtes Verhalten und Denken bewältigen oder auch überwinden. Sprichst du aus Erfahrung? Auf diesen Punkt nicht bezogen, aber auf viele andere Sachen, ja. Wirklich. Das ist immer mühsam, aber das hilft, aber es ist immer, gibt immer nur mühsam. Den... Ja, aber es gibt nur diesen Weg, indem man das sich, es ist immer eine Frage auch, wie so vieles im Leben, immer eine Frage auch der Disziplin. Man kann nicht alles mit Disziplin lösen, das ist mir klar. Aber sowas kann man mit Disziplin lösen. Ich meine, es ist mir alles bewusst, aber mir geht es in dem Dinge vor allem darum, mir können Freunde noch so viel sagen. Mädel, komm, ja, da kommt schon noch mal einer und du findest auch noch einen. Aber von jemand vollkommen fremd, der mich nicht kennt, der meine Leute nicht kennt und der meine Situation nicht kennt, mal zu hören, hey Mädel, so und so, probier doch mal, guck doch mal, schau doch mal, das kommt schon ganz anders rüber irgendwie. Ja, und das A und O ist ja, wenn man auf Partnersuche ist, da spreche ich schon auch aus Erfahrung, dass man sich nicht zurückziehen darf, zu Hause auf die Couch, in der Hoffnung, da schneit mir jemand in die Wohnung rein, das passiert nicht. Ja, aber das ist das nächste Problem, dass eigentlich die Leute, die ich kenne und mit dessen ich irgendwie einen guten Kontakt hatte, eigentlich alle Hausfrauen und Mütter geworden sind, unter anderem meine beste Freundin eben jetzt, ja. Und ich eigentlich da hocke und mir denke so, ja, jetzt bin ich hier die Einzige das, von allen. Das Problem kenne ich auch, dass es immer so Phasen gibt im Leben. Das ist bei dir jetzt so eine Phase, wo man sich auch einen anderen Freundeskreis sucht, weil vielleicht ein Teil des Freundeskreises sich etabliert. Die sind jetzt zu Hause und Kinder und so weiter. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann nicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen. Man muss rausgehen. Raus meine ich jetzt als Bild gesprochen. Man darf es aber auch nicht zu verkrampft machen. Man muss es mit einer gewissen Gelassenheit machen. Und dieses kann man nur alles schaffen, indem man es trainiert und es immer und immer wieder versucht. Und da bin ich ganz sicher. So, auch wie ich jetzt so einen Eindruck von dir habe, ich habe ja nur einen Eindruck von der Stimme von dir, dass du das hinkriegst. Was die andere Sache anbelangt, mit deinen Depressionen und so, sagst du ja, dass es dir eigentlich ganz gut geht. Und dass die Sache, ja, das ist doch schon. Mittlerweile, doch. So. Ich hab's im Griff eigentlich. Also neue Gelassenheit. Nicht unter Druck setzen lassen und du musst halt den mühsamen Weg gehen und auch auf die Suche gehen nach anderen Leuten. Das ist mein nächster Punkt. Ja. Was machst denn du vom Beruf? Ich bin Arzthelferin. Arzthelferin, ja. Gut, da musst du halt, ist immer so leicht gesagt, andere Leute suchen, ist mir auch klar. Nee, also da habe ich eigentlich schon Kontakt. Ja. Nur halt nicht so mit meiner Altersgruppe, aber im Großen und Ganzen hättest du eigentlich Kontakt schon da. Ja. Ja, klingt doch alles ganz so optimistisch.
So. Und wenn es jetzt nochmal 2 Jahre dauert, ist auch Wurst. Ja, nee, mir ging es im Grunde genommen echt darum, nur von mal einer anderen, vollkommen mich und meiner Situation unbekannten Perspektive mal so einen Kommentar zu hören. Und ja. Das war schon viel wert. Ja, das ist doch schön, das freut mich. So. Das fände ich schön, wenn das dir ein bisschen weiterhilft. Und, so. Tut's. Und hoffentlich hilft's auch, wenn ich den Daumen ein bisschen drücke. So. Dass da ein netter junger Mann mal kommt. Doch. Das machst du aber wirklich, hoffe ich, gell? Ich mach es wirklich. Ja, gut. 100%ig versprochen. Dann kriege ich ein Glas Sekt auf dich. Genau. Super. Jasmin, meine Liebe. Ja. Alles Gute und toi, toi, toi. Herzlichen Dank. Dankeschön. Mach's tschüss. Gut, tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse da lautet domian@wdr.de. Diese Woche ist für uns wieder eine recht kurze Woche, weil wir hier in Nordrhein-Westfalen, ich glaube nicht überall in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall, am Donnerstag Feiertag haben, nämlich Hohenleichnam, da gibt es keine Sendung. Und am Samstag ist der Hart aber fair Moderator, unser WDR-Star, Moderator hier, Frank Plasberg, mein Gast. Und wenn ihr euch mit Frank Plasberg unterhalten wollt, meldet uns schon unter domian@wdr.de diese Woche Samstag 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen. Kerstin, 31, hallo. Hallo Jürgen. Ja, hallo Kerstin. Ich sitze in meinem kleinen Kindergeschäft und traue mich nicht nach Hause, weil ich noch ganz fertig bin. Wir wurden heute hier von Trickbetrügern mit 1200 Euro Schaden ausgeraubt, sozusagen. Ach, du, und du sitzt jetzt im Geschäft, ne? Ja, genau, ich bin jetzt noch im Geschäft, weil irgendwie, ich musste noch mal die ganze Ware durchgehen und gucken, was jetzt wirklich alles fehlt und mir geht es noch nach. Und also ein Kindergeschäft, ihr verkauft Kleidung für Kinder oder Spielzeug? Ich habe so alles, also ich habe so Kleidung und Schuhe und dann auch so Accessoires und Spielsachen und alles im ganz hochwertigen Segment. Und das ist ein kleiner Laden, das ist dein Laden, den hast du dir aufgebaut. Genau, das ist mein Laden, den habe ich jetzt ein Jahr, den habe ich mir aufgebaut und es ist echt bitter, weil es ist ein super hartes Geschäft und jetzt hatte ich gerade heute so das Gefühl, es läuft und alles wird gut und die Pannen nehmen ab und dann ist das heute passiert. So, und was ist da genau passiert? Trickbetrüger, sagst du, was hat der gemacht? Also es waren zwei Damen, eine davon, die war schon vor ein paar Wochen mal hier und heute Morgen waren die zwei Damen nochmal bei mir und ich bin der Meinung, die haben mich wirklich ganz genau ausspioniert und ausgekundschaftet mit einem ganz fiesen Trick. Die eine hat nämlich so getan, als würde sie mich kennen und wusste auch für mich im Vorfeld sehr persönliche Sachen. Im Nachhinein gesehen sind es eigentlich gar nicht so persönliche Sachen, weil das konnte sie ganz einfach sehen, wenn sie den Laden beobachtet hat. Mhm. Zum Beispiel, dass ich einen Sohn habe und wie alt der ist und solche Sachen. Und die kam rein und meinte, ach hallo und wie geht's und wie geht's deinem Sohn? Und das kennt man ja, dass man dann selber so verlegen ist, dass man denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, genau, wer das ist und dann so mitspielt. Ja, ja. Und das habe ich halt auch so mitgespielt und die war heute Morgen nochmal da und hat dann eben so ausgekundschaftet bei mir, wann ich heute den Laden verlasse und meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen. Und dann war meine Freundin hier im Geschäft um 4, als ich eben Valentin abgeholt habe. Ja. Und dann sind die zu zweit gekommen, eine Deutsche und eine Ausländerin. Mhm. Und der Laden ist so L-förmig geschnitten und die sind beide gleich in die entgegengesetzten Ecken gerannt. Mhm. Und meine Freundin hatte gleich ein ganz ungutes Gefühl und dachte, oh Gott, die wollen klauen. Ja. Und kam sich aber, weil sie ja schon so von ihrem Gefühl vorgewarnt war, sehr, sehr aufmerksam vor und hat gedacht, sie hat die Situation total unter Kontrolle. Mhm. Und im Endeffekt haben die für 1200 Euro Ware geklaut. Ach. Sie war... Während deine Freundin dabei war? Ja, sie hatte das Gefühl, sie ist in jedem Moment bei beiden Frauen aufmerksam. So, also größere Sachen auch? Wohin haben sie es geklaut? In Taschen? Oder? Die Kleine kam ihr so dick vor und im Endeffekt hat sie gemerkt, die war gar nicht dick, die hat sich alles unter die Klamotten also gestopft. Also ganz schnell, ganz handgeschickliche Leute waren ganz das. Ganz schnell. Und Domian, die müssen das so ausgekundschaftet haben, wo die teuersten Waren hängen. Ich weiß nicht, ob dir das Label was sagt, Eulili, die haben irrsinnig teure Klamotten. Glaube ich, ja. Die kosten 129 Euro, eine Kinderhose, ein paar zack, Schuhe, 109 haben die Euro. Die haben die Bügel aus dem Regal genommen und die Bügel alle gebündelt ans hinterste Eck des Regals gehängt, damit es nicht auffällt, dass ein leerer Bügel im Regal Wahnsinn. Hängt. Wie ging das denn dann aus? Die haben in Blitzeseile alles zusammen... Eine Viertelstunde waren die im Laden ungefähr oder 20 und Minuten. Während die im Laden waren, haben die auch noch versucht zu reden mit deiner Freundin? Ja. Das schon?
Die eine hat sich die Jacke ausgezogen und hat erstmal vom Regal total viel Spielwaren runtergeschmissen und meinte, ach Gott, es tut mir leid, ja. Dann hat sie gesagt, ach, das passiert ja öfter und warum sich helfen mal. Währenddessen hat die andere wahrscheinlich schon was geklaut. Und dann meinte die andere, ja, was kostet denn der Schuh und ich weiß nicht und ist der denn bequem und für die kleinen Kinder, dann hat die andere geklaut. Und aber meine Freundin hat sich schon nur noch im Eck aufgehalten und die eine meinte dann noch so, ach, die Tasche dürfte ich die mal sehen und die ist am hintersten Ende des Ladens und sie meinte schon so, ja, nehmen Sie sie einfach runter. Haben die denn, haben die zum Schein noch irgendwas gekauft zum Schluss? Nee, gar nichts. Die sind dann irgendwann gegangen, haben gesagt, ja, dann okay, genau. Und Schluss. So, dann kamst du irgendwann zurück in den Laden. Genau. Und dann hat deine Freundin, hatte die das schon kapiert, was geschehen ist? Nee, die meinte dann so, du sag mal, ich hatte so ein schlechtes Gefühl, da waren zwei Frauen da, die waren so komisch. Und ich hatte ihr das schon erzählt von den zwei Frauen heute Morgen. Mhm. Und da meinte sie, ich komme mir jetzt sehr komisch vor, wenn ich jetzt auch mit den zwei Frauen anfange, aber irgendwie war das komisch. Sag mal, hast du die eine Eulili-Hose verkauft? Dann sage ich, nee, die hängt da nicht mehr. Und dann bin ich durchgegangen und dann wirklich, Jürgen, 6 Hosen, 2 Sweatshirts, ein paar Schuhe, 2 Kleider, 3 Bücher. Du sagst ein Schaden von 1.500 Euro? 1.200. Das sind eine ganze Menge Geld für einen kleinen Ladenbesitzer. Das ist brutal, das ist irre. Habt ihr denn sofort die Polizei angerufen? Sofort. Ja. Kannten die Frau? War die Maschen bekannt? Also die haben gesagt, es gibt so eine slowenische, glaube ich, Trickbetrüger-Mafia, die so nach der Methode verfahren. Aber ich meine, ob die das jetzt wirklich waren oder nicht. Also bist du denn gegen solche Sachen versichert? Nee, das kann man nicht. Man kann nur Raub und Einbruch versichern, aber nicht normalen Laden. Das heißt, du stehst jetzt, die du den Laden gerade aufgebaut hast, mit diesem Schaden da. Ja. Ich habe selber einen 2,5-jährigen Sohn. Ich kaufe jedes Paar Socken für meinen Sohn von meinem privaten Geld hier aus meinem Ladenkapital raus. Und dann kommen welche und klauen mir für 1.200. Das ist echt unglaublich. Ist das jetzt so schlimm, dass die Existenz deines Ladens auf dem Spiel steht, oder wirst du es irgendwie schaffen? Also ich schaffe es deswegen irgendwie, weil es war ja Ware und es ist jetzt kein Kapital, was ich zur Verfügung habe sozusagen. Und dann habe ich halt ein bisschen weniger Ware jetzt im Moment vorne im Laden. Das kann ich irgendwie ausgleichen. Aber es ist schon wirklich so, dass immer wenn man das Gefühl hat, man kommt jetzt langsam auf den grünen Zweig, passiert halt irgendwas in der Form. Ich hatte hier schon einen Einbruchsversuch nachts. Wie kommt das, dass du jetzt um diese Zeit noch da bist? Also A, arbeite ich super oft nachts, weil ich habe ein kleines Kind, das heißt tagsüber bin ich für ihn auch oft da und so ein Laden ist verdammt viel Arbeit. Also, und nachts hast du deine Ruhe dann in dem Laden und kannst alles machen. Und heute habe ich aber nicht viel gearbeitet. Heute habe ich einfach nur nochmal die Warenbestände vorne geprüft und nochmal hundertmal alles durchgeguckt, aber ob noch was fehlt. Ich meine, das ist ja nun fatal sowas. Was lernt man daraus als Kleinladenbesitzer? Noch skeptischer, noch vorsichtiger und keinen aus den Augen lassen. Ja, es ist eben ein bisschen traurig, weil auf der einen Seite versucht man eben, gerade als kleines Geschäft ist man darauf angewiesen, dass die Kunden einen eben besonders nett und zuvorkommend finden und dass man einen guten Service bietet und deswegen versucht man eben... Hinter jeder Freundlichkeit kann eben auch ein Betrug bestehen, ein böser Wille. Ja. Ne? Und das muss man eben versuchen, dann auseinander zu fusseln. Ja. Ne? Und die waren eben nicht unsympathisch, das ist das Problem. Die waren wirklich einfach nicht unsympathisch. Also es war nicht so der klassische, wie man sich das vorstellt, dass man denen das schon angesehen hätte, dass sie jetzt wirklich betrügen. Aber das ist ja gerade das Perfide dabei, ne? Ja. Genau das. Ja. Also ich kann deinen Ärger verstehen, deine Empörung verstehen, aber wenn du mir sagst, dass dir das jetzt nicht das Genick bricht, geschäftlich, bin ich ja schon mal beruhigt. Dann kann ich nur sagen, mach die Augen auf und jede Freundlichkeit doppelt durchleuchten, ne? Ob die auch leider, ehrlich ne? ist. Ja. Leider. Alles Gute wünsche ich dir, danke. Liebe Kerstin, auf dass es nicht wieder vorkommt. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live bei Radio 1 Live und im WDR Fernsehen, das wohl immer noch etwas Probleme hat mit der Technik, aber dann müssen wir heute wohl mit leben. Andrea ist hier, genau, Andrea, 23 Jahre, hallo Andrea. Ja, hallo. Ja, ich grüße dich. Und was geht's bei dir, Andrea? Und zwar geht es um Folgendes, ich habe ein großes Problem mit meiner Mutter. Ja. Und zwar bin ich jetzt in der 9. Woche schwanger. Es ist eine ungewollte Schwangerschaft, aber es geht darum, meine Mutter möchte, dass ich das Kind wegmachen lasse. Warum? Warum ist die gute Frage? Verstehe ich auch nicht. Aber es geht darum, ich wohne mit meinem Freund jetzt in einer Wohnung schon seit längerem. Also du hast eine Beziehung? Ja. Schon seit längerem? Seit wie lange? Also fast 2 Jahre jetzt. Und die Beziehung läuft gut?
Ja. Ja, aber es ist halt jetzt passiert, ihr wolltet eigentlich nicht, aber du bist ja schwanger. Ja, richtig. Mhm. Ja. Ja. Und was sagt dein Freund zu der Schwangerschaft? Also überrascht waren wir beide, aber haben uns doch gefreut. Ja. Weil wir haben immer gesagt, ja, wir wollen ein Kind. Mhm. War jetzt ja nicht in diesem Jahr geplant, vielleicht in 2 Jahre oder so. Aber wir haben gesagt, also wir haben schon darüber gesprochen, wenn es mal wirklich sein sollte, wir behalten es auf jeden Fall. Ihr wohnt in einer Wohnung zusammen? Ja. Ist diese Wohnung im Haus deiner Mutter oder Eltern? Nein, die ist ganz schön weit weg von ihr, sagen wir mal so. Also am anderen Ende der Stadt. Ja. So, was ist jetzt los mit der Mutter? Du bist eine 23-jährige Frau, du hast einen Freund, ihr beide wollt das Kind. Warum will sie, dass du das Kind abtreibst? Ja, wir haben es, wo ich in der 2. Woche schwanger war, meinen Eltern gesagt. Ja. Und wir haben uns zu viert unterhalten und sie haben halt gesagt, weil ich soll es wegmachen lassen. Wir sollen uns erstmal was leisten, Urlaub machen, unser Leben leben und ich kann immer noch mit 30 ein Kind kriegen. Ach, das ist die Argumentation. Macht erstmal lieber Urlaub. Richtig. Es gibt kein Argument, keinen Grund sonst. Nein, ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie persönlich was gegen meinen Freund hat. Ah, so. Mhm. Weil sie spricht ihn bis heute noch nicht mit Namen an, also mit seinem Vornamen. Mhm. Obwohl, ich muss sagen, dass ich spontan muss ich dir sagen, dass ich das empörend finde, das Verhalten deiner Eltern oder deiner Mutter. Ja. Wegen so einem Larifari in Urlaub fahren und so ein Kind abtreiben zu lassen, ist beschämend. Und das der Tochter vorzuschlagen, ist auch beschämend, finde ich auch sehr schlimm. Ja, finde ich auch. Du bist eine junge Frau, du bist eine erwachsene Frau und ihr seid euch einig. Ja, gut, das ist jetzt nicht geplant, du lieber Gott, ja, viele Kinder sind nicht geplant und es wird dann alles gut. Finde ich schlimm, ganz entsetzt. Ja. Hast du mit deiner Mutter darüber gestritten auch oder bist du auch da eher fassungslos? Nein, ich bin laut geworden, sie ist laut geworden, mein Vater ist laut geworden. Mhm. Der Einzige, der halbwegs ruhig war mein Freund. Er hat wirklich sachlich mit Argumenten, das was irgendwie schaffen, weil das Problem, was meine Eltern auch sehen, das was mit dem Geld nicht schaffen, weil wir beide arbeitslos sind. Ja, okay. Aber wir haben uns erkundigt, dass man Unterstützung bekommt. Natürlich. Erziehungsgeld, Kindergeld und alles drum und dran und Hast du eine Ausbildung? Ja, wir haben beide eine abgeschlossene Ausbildung. Also, das heißt also, ihr habt einfach im Moment nur Pech, dass ihr keinen Job habt, aber die Chancen sind schon da und die Hoffnung, dass irgendwann wieder was passiert. Richtig. Ja. Hm. Was hast du gelernt? Ich bin Kauffrau im Einzelhandel. Ja, und dein Freund? Der ist Gärtner. Da gibt's auch keine Jobs im Moment? Nee, leider nicht, weil wir haben beide keine Berufserfahrung und das ist Voraussetzung. Hm. Ach so. Na gut. Und uns gibt halt keiner die Chance. Ja, aber das ist auch kein Grund, kein Kind zu kriegen, nur weil man arbeitslos ist. Wo kämen wir da hin? Ne? Dafür haben wir nur Gott sei Dank immer noch unsere staatlichen Hilfen, dass es da Unterstützung gibt. Ja. Du sagst ja, dein Freund ist ruhig geblieben in der Diskussion. Ist er nicht auch entsetzt darüber, was deine Eltern sagen? Ja, na klar. Aber ich sag mal so, er kennt meine Eltern zwar auch schon länger, aber sie sind immer noch per sie, sag ich jetzt mal. Mhm. Und meine Mutter spricht im Prinzip, wenn sie in der dritten Person, also wenn jetzt ich, meine Mutter und mein Freund an einem Tisch sitzen, dann spricht meine Mutter ihn in der dritten Person an. Also immer er. Das ist ja auch sehr unhöflich und sehr unverschämt. Richtig. Hast du denn mit ihr mal alleine unter 4 Augen gesprochen, was das soll? Was hat sie gegen deinen Freund? Ja, ich hab's gemacht, aber sie rückt nicht mit der Sprache raus. Hast du eine Ahnung? Ist ja nicht gut genug? Ja, ich denke schon, dass sie denkt, der ist nicht gut genug, der kommt nicht aus einem guten Elternhaus. Ah, ja. Obwohl, ich sag mal so, seine Eltern jetzt nicht, also er müsste aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern noch richtig Geld haben. Das will sie. Das fände sie gut. Ja, Bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch einen großen Bruder. Ja. Der wohnt bei meinen Eltern noch zu Hause. Und mischt sie sich da auch so in das Leben ein von dem? Sie versucht Vorschriften zu machen, aber sie ist eigentlich immer noch glücklich, dass er da wohnt und ich halt als Nesthäkchen schon ausgezogen bin. Ne? Mhm. Ist vielleicht auch so eine kleine Provokation, ne? Dass du deinen eigenen Weg gegangen bist, schon so relativ früh. Ja. Ne, kann ja sein, weiß ich nicht, wenn sie so gestrickt ist. Wie alt ist dein Bruder? Ja, der ist 4,5 Jahre älter als ich. 3,5 Jahre und wohnt immer noch zu Hause. Mhm. Ja. Mhm. Was sagen denn die Eltern von deinem Freund? Also die haben gesagt, also seine Mutter hat also sich gefreut in dem Sinne, hat aber gesagt, sie will erstmal die 3 Monate abwarten. Mhm. Dann freut sie sich richtig, weil in den ersten 3 Monaten kann ja mal viel passieren. Ja, ja.
Und sein Vater hat gesagt, also wenn das Kind gesund ist, sollen wir es behalten. Ja. Sie unterstützen uns. Ja. Also, Andrea, ich würde mich da auch überhaupt nicht beeinflussen lassen von deiner Mutter. Ich finde das ein unanständiges Verhalten. Ich muss es so krass ausdrücken, was deine Mutter da macht. Dich zu einer Abtreibung zu drängen, nur wegen dieser Gründe. Naja. Dein und euer Gefühl ist entscheidend und eure Meinung. Und ihr wollt das Kind haben, Ausrufezeichen, ja. Schluss, basta. Und wenn denen das nicht passt, dann sollen sie sich zurückziehen. Und wenn sie dann immer noch nicht das Herz aufkriegen, wenn sie den kleinen Wurm irgendwann sehen, dann ist ihnen auch nicht mehr zu helfen, weißt du? Ja. Richtig. Aber es belastet mich halt. Ja, ich will, na klar, ja. So abwendet. Ja, finde ich auch. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde mir das auch wehtun. Na klar. Das tut weh, das ist einfach so. Aber da muss man dann... Was ist die Alternative? Die Alternative kann ja nicht sein, dass du dich jetzt nach dem seltsamen Willen deiner Mutter richtest. Ne? Das geht ja nicht. Nee, für uns ist klar, wir wollen es behalten, aber ich wollte eigentlich irgendeine Lösung finden, dass meine Eltern das akzeptieren und mich nicht in dem Sinne, sie haben angedeutet, wenn wir es behalten, dann brauche ich mich nicht mehr blicken lassen. Ja, aber Andrea, wenn die so krass drauf sind, dann würde ich mich an deiner Stelle, und so schlimm und so weh es dir auch tut, zurückziehen. Weil was sind das denn für Eltern, die sagen, wenn meine Tochter, wenn ein Enkelchen auf die Welt kommt, dann ziehen wir uns zurück. Was sind das für Leute? Ja. Also da gibt's keine Lösung. Da gibt's die einzige Lösung, dass du dann sagst, ich bin von euch abgrundtief enttäuscht. Ich halte die Tür auf, ich schlage sie nicht endgültig zu, aber ihr müsst den ersten Schritt machen. Ich gehe jetzt. Weißt du, dann stehst du gut da. Dann musst du einfach sagen, okay, so auf der Basis möchte ich dann auch nicht. Aber ihr seid jederzeit bei mir willkommen, wenn ihr eine andere Meinung habt. Das kommt ja auch dazu. Sie waren ja noch nicht bei uns in der Wohnung, obwohl wir jetzt ein Dreivierteljahr in der Wohnung waren. Auch schon schlimm, ja. Okay, das ist aber alles noch gar nicht so schlimm wie das, was du gerade gesagt hast, dass sie sagen, wir wenden uns ab. Also das wäre meine Haltung, Einstellung an deiner Stelle. Dann würde ich mich zurückziehen. Aber nicht die Tür zumachen, dass sie vielleicht, man muss ihnen ja die Chance geben, dass sie, wenn sie irgendwann anders denken, dass es dann vielleicht doch wieder gut wird. Ja, ich hoffe insgeheim, dass wenn ich dann hochschwanger bin oder wenn das Kind erstmal da ist, dass sie dann, spätestens wenn das Kind da ist, dass sie dann anders reagieren und sagen, wir schaffen es jetzt irgendwie. Ja. Wir sind für euch da. Hoffen wir das mal gemeinsam, Andrea. Ja. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Danke. Tschüss. Tschüss. Markus. 21. Hallo Markus. Hallo Domian. Jo, dein Thema. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber wir versuchen es mal. Hab schon gesehen. Ja. Ja, mein Thema ist, ich kann nicht mehr einschlafen. Och, gar nicht mehr einschlafen? Nee, gar nicht mehr alleine einschlafen, sag ich mal so. Und gar nicht mehr ohne Alkohol einschlafen. Das ist ja furchtbar. Was heißt alleine? Du brauchst immer deine Freundin dabei oder was? Ja, die ist ja nicht mehr da. Das ist das Problem. Also sie hat sich vor 2,5 Monaten von mir getrennt. Ja. Und ja. Nach wie langer Zeit? Nach über einem Jahr, so ein Jahr, 3 Monate, wir haben schon zusammen gewohnt und so. Ja. Ja, das war eigentlich auch so die große Liebe meines Lebens, also ich wollte die auch heiraten und so. Ja. Naja, und dann ist es in die Brüche gegangen und seit diesen 2,5 Monaten muss ich immer woanders schlafen und penetriere meine ganzen Freunde und die machen das so langsam auch nicht mehr mit und natürlich halt viel zu viel Alkohol dabei bei der ganzen Geschichte. Das heißt, du bist seitdem nicht mehr in eurem Bett gewesen? Ein paar Mal habe ich es versucht und dann war es aber teilweise so, dass ich nachts dann nach Domian dann habe versucht einzuschlafen irgendwie und dann halt um 7 Uhr immer noch wach gelegen habe und das ist dann immer daran geartet, dass ich dann halt irgendwie da noch Alkohol getrunken habe. Und wenn du bei jemand anderem bist, dann geht das? Dann geht das sehr gut eigentlich, also irgendwie halt diese, dass einfach jemand da ist irgendwie. Mhm. Also und der Grund ist letztendlich die Traurigkeit, die Einsamkeit. Ja, die Gedanken im Kopf. Also ich bin auch wirklich oft hundsmüde einfach. Ja, weil die Gedanken kannst du ja auch im Kopf haben, wenn du bei einem Freund bist. Aber da klappt das dann eher, weil die Einsamkeit ja nicht so groß ist. Ja, genau. Mhm. Ganz simple Sache eigentlich. Ne? Und eigentlich, weiß ich auch nicht, hätte ich auch nie gedacht, dass ich mit sowas mal Probleme habe. Aber irgendwie. Und was ist das mit dem Alkohol? Trinkst du viel Alkohol dann abends? Ja, also wenn dann halt auch so viel, dass ich wirklich weg bin, dass ich dann einfach nur noch ins Bett falle. Über wie viel reden wir da? Naja, also... Schon eine Flasche Wodka oder so ist das. Wie bitte? Eine Flasche Wodka?
Ja, das geht schon. Eine Flasche Wodka? Das extrem, sie aber ganz nachts verteilt dann schon, ja. Ist so hackedicht, Mensch. Ja, also halt wirklich so, dass ich dann ins Bett falle oder halt, wenn ich halt viel feier oder so, dass ich dann ins Bett falle und dann ist gut und nicht mehr nachdenken kann und einfach nur noch die Augen zu habe. Und was machst du vom Beruf? Ich bin Student. Ah ja, dann kannst du dir das so ein bisschen erlauben. So ja, das ist das Problem. Oder auch nicht. Ja, das Studium schleift auch. Ja, ja, eben. Mhm. Mhm. Wer hat denn da eigentlich Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss. Warum hat sie Schluss gemacht? Ja, mittlerweile weiß ich warum. Nee, es hat einfach nicht gepasst zum Ruhm. Also kann man so sagen einfach. Ich glaube, das war. Also es gab keinen direkten Grund, sondern sie hat gesagt, es passt nicht oder ich liebe dich nicht mehr oder was? Ja, sowas im Groben und Ganzen. Ja. Und gibt es jetzt noch Kontakt oder ist es ganz abgebrochen? Ja, das ist auch, ja, sehr, wir haben sehr guten Kontakt und mir tut das immer sehr gut und ich merke, eigentlich bringt sie das nicht weiter und mich, weil sie mich einfach auch nicht mehr liebt und so. Ich glaube auch, dass in solchen Situationen ein Kontakt eigentlich schlecht ist, weil einen es immer wieder runterzieht und neue Wunden aufreißt. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei. Markus, wir rufen dich sofort nochmal an, okay? Leg mal bitte auf. Bis gleich. Okay, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Matthias Neef. Morgen sind wir wieder da. Macht's gut. Schöne Nacht. Tschüss.